Ah, da waren wir auch letzte Mal schon, oder? Ach du Kette. Das ist mal eine ziemlich dicke Tür. Oh Gott. Schlachthaus, na ist ja schau. Aber wir sind immer noch in diesem Hotel. Nein, die Tür! Oder nicht? Ich möchte ein Spiel spielen. Sie sind eine verfluchte Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Drehst du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Da haben wir letztens eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht, natürlich. Wäre es einfach, wenn wir das Hotel schnellstmöglich verlassen? Und die Insel? Aber wir kommen ja gar nicht weg. Ja, das ist ja das, was er meinte, ne? Irgendwie selbst wenn wir aus dem Raum rauskommen, sind wir immer noch im Hotel eingesperrt. Kommen wir vom Hotel Charlie, raus, sind wir immer auf der Insel. Die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück! So eine Tür. Das hab ich nicht erwartet. Ja! Jamie! Ah! Oh, Falltür. Ach du Scheiße. Ja. Und das Feuerzeug ist uns entglitten. Brechstange, Dynamit, schwimmen. Charlie? Ja, klar. Scheiße. Raketenwerfer, Hammer, Mann. Ich hammer nicht. Ja, ich bin ja eher dafür, wir tanzen unseren Weg raus. Charlie? So. Mark. Jamie? Hallo? Erin? Nicht so laut. Wo könnte sie sein? Sie kann nicht einfach verschwinden. Jamie! Nicht so laut. Mark, komm hier rüber. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Ja. Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Ach, guck mal. Mark und Jamie. Quatsch. Charlie und Jamie. Es scheint fast, als wäre das unser letztes Abendmahl. Gruselig. So wie ihr euch verhaltet. Ich und meine Jünger. Aber, halt. Moment noch, ich kann mich nicht. Das ist ja krass. Wer Judas ist. Und jetzt überlegt jemand, du bist wirklich da und siehst, dass da irgendjemand dich als Puppe nachgebastelt hat. Ja, viel schlimmer, es wurde aufgezeichnet, was wir gelabert haben. Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Wer war ich? Du, ja. Verstört? Wo ist Charlie? Ja, wir sind verstört. Also, das ist mehr als krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mache ich ihn alle. Ja. Bin ich finde die anderen und untersuche die Schaufensterpuppen. Wollen wir das? Also, ich habe ja gar keine Lust, mir die noch genauer anzugucken. Okay. Ja, das ist halt, wie ist der Geier, was? Sind da Sprengsätze drin? Wer weiß. Wir gucken uns erstmal uns selbst an. Das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Der hat doch gar keine Haare. Das sind wir nicht. Das stimmt. Der hat doch unsere Klamotten an, wa? Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Halt doch, mach doch nicht so. So, was ist mit ihr hier? Zeig dich mal. Hallo. Oh, genau, das Glasfieber, das sieht ja krass aus, ey. Also die Grafik ist wirklich, wirklich, wirklich Hashtag ab 18 pornös. Muss man mal wirklich sagen. Also da gibt's mal nicht. Da gibt's mal nicht. Ich seh's doch kommen, wir gucken uns irgendeine an und ja, irgendein ja, Jumpscare passiert doch da. Das ist bestimmt bei ihr hier, weil sie ist schon weg. Okay. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat die jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Vor allen Dingen auch die geile Mütze. Seine Reserve-Cappy. Das Reserve-Cappy, Alter. Das muss man sich mal überlegen. Mein Reserve-Cappy. Okay, also haben wir uns jetzt... Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Ja...
Wo ist denn das jetzt runter? Ja, das obligatorische. Ich hab doch gedrückt. Jamie. Okay. Leute, schleichen könnt ihr gar nicht. Schön, dass es dir gut geht. Ja, tschüss, 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 tschüss. Oh mein Gott. Als die Wand zugängig. Hauptsache, du bist okay. Dimmett hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Wir wissen tatsächlich noch nicht so wirklich. Das ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Hey, damit er alles abschrecken kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper. Tot. Scheiße, tot. Schalt das ab. Ja, ist die Frage, von wo kommt denn das? Na, wahrscheinlich nicht aus den Puppen. Was war das? What? Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Oh, nein, Alter. Niemals. Oh Gott. Och, komm. Oh, oh. Scheiße. Ja, dann fass es doch nicht an! Echt. Ich sag doch, das ist zu viel! Dickett. Verschwinden wir hier. Ja, aber geht bitte gemeinsam und nicht wieder einzeln. Ja, vor allen Dingen würde ich doch mal irgendwie... Warum sagt denn Jamie nicht, überall fallen? Rennt man nicht einfach irgendwo hin? Die ist zu! Seid mal vorsichtig! Was ist los? Die andere Tür ist auch verschlossen. Dimmett! Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Sofort! Spielen wir, verdammt! Okay. Charlie, im Keller. So. Unser Feuerzeug ist weg. Ich würde jetzt lachen, Feuerzeug weg, aber Kippen da hingepackt, weißt du? Die Ware voll da irgendwie. Ja, weißt du, wärst du mal lieber an deinem Büro geblieben. Oh, und seine Mütze, seine schöne Mütze ist nicht mehr da. Ich muss hier raus. Das sieht so cool aus, diese Gesichtsanimation. Find einen Weg aus dem Keller. Ja, okay. Benni, jetzt ist halt die Frage, ne? Und wir müssen natürlich irgendwie raus, aber alles kann eine Falle sein. Alles kann ich töten. Ich möchte keinen Druck aufbauen, Benni, aber alles kann ich töten. Ja, ist ja dein Charakter, ne? Also du entscheidest ja, was wir machen. Schön. Guck mal hier, Schlüsselloch, aber wir können nichts machen. Okay, dann drück doch mal jeden zweiten Stein in der Wand. Wenn wir den aus... Oh, warte mal hier. Ach, guck mal, nur süße. So eine Schlüsselkasse nicht drin. Warum ist denn da Feuer im was? Das hat den Schlüssel erhitzt. Das ist ja mies. Ja, aber fass ihn doch nicht gleich so an. Nicht mehr heiß. Der Cage Key. Okay. Das ist der Schlüssel von Nicolas Cage. Quasi. So, können wir noch irgendwas... Ah, gucke mal. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ob das, ist das ein Guckloch? Ach nee, das ist... Jamie! Alter, da kann man doch wohl hoch. Hallo! Da kannst du doch hochgreifen. Jamie! Ja, aber der kann sich selbst nicht hochziehen, der hat doch nicht die Kraft. Ich bin okay! Mann, Alter, jeder schafft doch wohl einen Klimmzug. Wenn's drauf angeht, wir reden hier von Adrenalin, Alter. Da läufst du hoch. Wie in Dark. Plop! Okay. So. Ist ganz schön dunkel. Der Junge sagt nein. Wie nein? Ja. Nein, natürlich machst du einen Klimmzug. Wenn's um dein Leben geht, schaffst du einen Klimmzug. Weiß so, ich. Doch. Also bei Benni möchte ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber jeder andere. Also, nein, war ein Spaß. Oh, haben wir jetzt hier nochmal. Ach du Scheiße. Und ich möchte bitte nochmal anmerken, dass der Hausmeister irgendwie, der im gelben Trenchcoat da, wir haben nicht wirklich gesehen, wer das war. Und wir haben auch nicht wirklich gesehen, ob der tot ist.
Chicago Killer, erstes Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Ach du Scheiße. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt. Ja. Schau. Ganz, ganz schau. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? John Doe Nummer 2. Sie haben doch meinen Bericht über den ersten gelesen. Ähnlicher Tathergang. Unidentifizierter Mann mit mehreren Stichwunden. Okay. Die Wunden im Unterleib gleichen denen des ersten Opfers. Die Form der Eintrittswunden legt nahe, dass es sich um dieselbe Mordwaffe handeln könnte. Wir haben es wohl mit einem Souvenirjäger zu tun. Diesmal wurde das linke Ohr abgetrennt. Sauberer Schnitt. Vermutlich ein Skalpell oder eine Rasierklinge. Sehr ordentlich. Gute Arbeit. Hat sehr wenig geblutet. Das Opfer war vermutlich seit 30 bis 40 Minuten tot, als das getan wurde. Postmord? Das ist anders als bei der ersten Tat. Wie Sie wissen, lebte der erste John Doe noch, als seine Zähne entfernt wurden. Das muss eine laute Schweinerei gewesen sein. Der Kerl lernt dazu. Sag mal, feiert sie den auch noch? Also... Naja, das ist eine, die Profiler irgendwie. Das, die, also Leute, die das halt wirklich so nachvollziehen können. Chicago Killer, Todesopfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Die Zähne des Opfers wurden alle entfernt. Alter. Und das Prämorten. Ja? Jetzt man muss sich das mal vorstellen, Alter. Die werden alle Zähne gezogen. Ohne Betäubung. Ja, genau. Profiler, Hashtag ab 18? Verstehe ich nicht. Warum? Was entgeht mir? Wieso kann ich mich... Hallo? Ich will mich umsehen und kann nur links, rechts? Na, du sollst dir noch die Belten da hinten schnappen. Jetzt endlich. Was soll ich mir schnappen? Die Belten. Die Sprühdosen. Kennst du? Also, früher hab so eine Firma, Belten. Irgendwie, die hat Sprühdosen hergestellt. Ach so. Guck mal, Stevie, wieder was Schönes zum Lesen. Losbuch. Nee, Logbuch. Losbuch. Losbuchos. Losbuchos. Okay. Datum, Zeit, Vorfall, Signatur. 17.01.2017. Okay, 17.19 Uhr. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel heraufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer Mr. Belknap. 18.01.2017, 17.31 Uhr. Die Ursache, die Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. 21.01.1723, unleserlich. 2.02.17, die Arbeiten im Erdgeschoss und ersten Stock gehen planmäßig voran. Einige Gäste sind verschwunden. Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap gemäß unseres Vertrags Ersatz angefordert. 5.02. um 17.42 Uhr, schreibt halt gerne immer um 17 Uhr irgendwas. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. 7.02. Wer hätte gedacht, 17.10 Uhr. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. 10.02. 17.03 Uhr. Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecken. Morgen, unleserlich. 13.02. Unleserlich. Das sehe ich auch gerade so wie der Junge. Unleserlich ist back! Unleserlich ist back! Gibt's denn hier noch irgendwie noch eine weitere Seite? Oh ja, okay. Okay. 18.02. Bobby hat mich hängen lassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt fällen lässt. Barrenovierung! Das ist ja geil, Alter. Barrenovierung begonnen. So, unleserlich. Am 1.3. um 17.42 Uhr. Die Klempnerarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. 16.36 Uhr. Die Barrenovierung abgeschlossen. So, 4.3. um 16.58 Uhr. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Unleserlich. Konstruiert. Alle beweglichen Wände abgeschlossen. Okay. Gibt's denn noch was? Ja, es gibt noch was. So, 20.03. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlendes Gerät. 3. Ersatzantrag diesen Monat eingereicht. 25.03.
Projekt zum vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeiten im Spa-Bereich. Im Spa-Bereich unter dem Hotel. Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kosteneinschätzung vornehmen, während wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. Ja, 26.03. Nachrichten von Kelly erhalten. Die verbleibende Crew, Laura, Monica, Ryan, Frank und ich, werden mit den Arbeiten im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. 27.03. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Balkert mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. So, Junge schreibt gerade, hat er eigentlich alle Bauarbeiten um die Ecke bringen lassen? Ja, das hatte ja schon diesen Anschein. Mann, hört dieses Buch auch mal auf! Ja, das ist jetzt, glaube ich, die letzte Seite. Ja, letzte Seite. 29.03. Laura hat mit Mr. Balkert die Installation der Lautsprecheranlage abgeschlossen. Er sagt, sie habe sich damals nicht wohlgeführt und bot ihr ein Zimmer an, um sich auszuschlafen. Ich habe keine Nachricht von Kelly erhalten, wo der Rest der Crew ist. 30.03. Was ist denn hier los? Laura ist nicht aus ihrem Zimmer gekommen und Monica ist gerade gegangen. Ich kann Kelly nicht erreichen. Morgen kehre ich mit Frank und Laura auf das Festland zurück. Dieser Job ist ein Witz. Kennst du... Ja. Alle weg. Alle platt. Kennst du eigentlich diesen Sound als Meme? Was ist denn hier los? Von dieser einen Frau? Nee, ne? Kennst du nicht? Du bist da... Nee. Ach, schade. Nee. Den hätte ich jetzt gerne eingespielt. Ah, Benni, für den Schnitt hier, was ist denn hier los? Ne? Kannst du raussuchen, danke. Tschüss. Zukunfts-Benni. Ja, ne, tatsächlich ist es halt wie mit dem Zwiebelturm irgendwie. Alle, die daran gearbeitet haben, tot. Damit du ja nicht das Geheimnis verraten kannst. Es wurde schon angedeutet irgendwie in der letzten Session. Ah, okay. Guck mal, da fehlt ein Ziegel. Ja, nicht nur, also, ne? Ich glaube, da fehlt noch mehr als nur ein Ziegel. Echt? Na, bis jetzt sieht nur das eine Loch da. Kannst du dich an so ein... erinnern? Na. Meinst du? Mhm. Ich sag mal... Plop! Was können wir denn jetzt hier machen? Also, wir können hier einmal Lichter uns angucken und irgendwas in der Kamera sehen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir das Ding jetzt hier anmachen, wird ein Lämpchen grün gehen oder grün leuchten. Oder das Tor geht auf, eins von beiden. Oder vielleicht auch beides. Oder wir kriegen Schlag. Kann auch sein. Ja. Wer weiß. Soll ich denn? Ist ja dein Charakter. Naja, zieh durch. Wenn es der Fall ist, müssen wir es schon auslösen. Oder? Wie der Junge schon sagt, jeder fehlende Ziegel ist Absicht. Also Vorsicht. Okay. Okay, alle Lampen sind aus. Grammophon geht an. Tür geht auf. Alles passiert. Schön. So, gibt's da noch was in dem Raum, Benni? Weiß ich nicht. Ich bin auch gerade am überlegen, ob das hier so wie so eine Art Zeitintervall ist, dass jetzt gleich die Dinger hier alle zugehen und wir das in einem gewissen Ablauf machen müssen. Weil da drüben ist nämlich wieder so ein Schalter. Ja, ganz kurz mal in dem Nebenraum, das, was auf der jetzt linken Seite lag, haben wir schon, lag da das Logbuch oder? Also das hier, da liegt das Logbuch. Das ist das Logbuch, okay, alles klar. Und hier haben wir die Fotos. Also, ne? Hier die beiden Dinger gehabt. Aber ansonsten. Und da bei dem Ziegelstein da drunter, der ist nicht interagierbar, ne? Nee. Ja, schade. Nee. Ich trau mich hier nicht so richtig. Naja, im schlimmsten Fall, wenn die Platte durch ist, wa? Ach du Scheiße. Ist da was da hinten? Nee, okay. Oh Gott, das ist einfach nur ein Rohr. Oh. Oh, Hashtag Abatzen. So, jetzt, ach da, Jemini, eine kleine Puppe. Schön, ein Ken. Ein Ken. Kann man hier irgendwas machen? Ja, natürlich. Mit Feuerzeug hätten wir das jetzt wegzündeln können. A la Resonant. Was macht mit dir, Luca? Wenn ich's rausschaffe, lass ich dich abholen. Was? What's in the membrane? Ich sag ja, Synchro. So, nee. Okay, also hier haben wir wieder einen Schalter. Damit können wir wahrscheinlich die nächste Tür öffnen. Ich gehe von aus, das wird diese hier sein. Im Schrank vernischt? Sag mal, die Puppe kannst du einfach rausziehen? Nee, also ich kann mir die angucken und
Das war's, ich kann hiermit nicht so wirklich interagieren. Schade. Also mit die Leitung durchgekappt. Das ist schon... Na gut, dann... Sollen wir hier noch? Können wir das hier öffnen? Nee, können wir nicht. Schade. Okay, dann machen wir den nächsten Schalter. Tschung, tschung. Das sind aber auch wirklich... Ja, krasse alter Schalter, wa? Was passiert jetzt? So richtig noch so knatzen irgendwie, wenn du es einschaltest. Aber automatischer Türöffner. Ich sehe nirgendwo einen Türöffner. Oder einen Türschließer. Ich würde jetzt gern mein Feuerzeug haben wollen. Guck mal, hier können wir nämlich... Guck mal, hat uns doch bestimmt jemand beobachtet. Jetzt ist hinter dem Ziegel gewesen. Ja. Ja. Ach du Schande. Das heißt, Stealthen. Ach du Scheiße. Oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist aber auch verdammt dunkel. Okay, was haben wir hier noch? Also ich guck erstmal kurz vorher in den Raum. Ich begutachte ihn, soweit wie ich kann. Ja. Okay. Unser Boiler, okay. Dahinter geht's Alter, auf jeden Fall noch weiter. Ui, 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 ui. Ziemlich viele Heizöfen. Na gut. Auf geht's. Schwump. Next step. Oh. Scheiße. Guck mal eins jetzt noch mal eins kurz durch. Durch den... Hier willst du jetzt nochmal durchgucken? Ja, 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 ja. Warum? Na, weil ich mich frage, wann sollten wir denn zurückkommen? Warum sollten wir denn jetzt in die, also ohne jetzt, sag mal, vielleicht noch, okay, um zu der Tür zu kommen, wo Ken angebunden ist. Aber ansonsten, warum sollten wir jetzt hier zurückkommen? Warum sollten wir jetzt hier durchschauen sonst? Hm. Okay. Ja, Käse. Kannst du die Kisten verschieben? Nee, aber ich kann bestimmt hier durch. Zwing dich durch. Irgendwie ist heute die Steuerung hakliger als sonst. Bockig? Aber so richtig. Gerade eben wurden wir doch hier... Oh, verarschen? Mir wurde gerade was angezeigt. Ja, das war auch ein großes Minus in dem Spiel irgendwie. Ah, okay, okay. Ah, sehr schön. Bilder an der Wand. Mhm. Okay. Hatten wir nicht eine Vision, wo der Typ... Nee, hatten wir nicht, ne? Wo der Typ verbrannt ist oder so? War da nicht was? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also, was jetzt hat nichts zu heißen, aber... Ah, oh, oder verwechsel ich das gerade mit irgendeinem Trailer? So Pinnwand. Ja, warte. Kannst du... Ah, wer weiß? It's a trap. Okay. Können wir nicht öffnen, aber wir haben ja unsere Chipcard. Damit können wir jetzt ein bisschen so hin und her. Oh, warte. Da war er gerade. Zack. Vibriert er oder? Nee, unten wird einfach das Maus-Symbol. Da wird dann die schwarze Taste zur weißen Taste hier. Ah, fuck. Und Münzen! Eine Münze. Wir wissen übrigens immer noch nicht, was wir mit den Münzen machen müssen, ne? Eine Oboli. Also, es hieß, wir können die ja irgendwie einsetzen. 15 haben wir jetzt. Beim Kurator, aber so wirklich wissen wir noch nicht, wie und wo und überhaupt. Ja, wahrscheinlich so für dumme Sprüche. Ich würde auch gerne den Kamerawinkel aktuell leicht verändern wollen. Der ist mir viel zu nah an der Person dran. Ja, ist wahrscheinlich halt aufgrund der engen Räume. Ne? Warte mal, was ist da mit Feuer? Ich wollte gerade fragen, da sind so... Wo geht die Leitung hin? Ich, also nur mal so naja, aus. Ja, in die Öfen, würde ich mal sagen. Oh no. Sind es drei Öfen? Ja, es sind drei Öfen. Na dann hauen wir an den Ofen. Das bleibt ja nicht anders üblich, oder? Ja. Na, siehst du einen anderen Weg? Nee, leider nicht, aber. Ich sehe kommen, dass wir. Machen. Dass wir gleich rennen müssen. Oh Gott! Oh Gott! Was? Kind? Komm hier. Geh dem Schreien auf den Grund. Ja, klar. Ach du Scheiße. Komm, wir beeilen uns mal. Aber du alter Parkourläufer. Ja, ja, ja. Parkour kann ich nicht. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt möchte ich aber einen Blick durch den Spion werfen. Ja, das kann ich mir vorstellen, was du das jetzt möchtest. Und die Tür hinten ist offen. Die Kenntür ist offen. Hat
Ken so gebrüllt? ja, ich kann hier nicht mehr durchs Guckloch gucken. Kannst du nicht, Achtung, Schande. Ist, not possible. Okay, hier kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Interessant. Oh shit. Oh shit. So ein bisschen Schiss vor dir? Ja, guck mal da hinten. Da steht was, was ich mitnehmen kann. So schön exponiert irgendwie. Wird schon keine Falle sein. Nee. The trap. Hör auf. Der, oh, warte. Der Bait. Was ist das hier? Das ist jetzt meine... Nice. Scan. Ja, ich will sie aber... Weggebrannt. Ken ist gone. Warum? Also wie? Also... War doch jetzt kein Viech mit einem Feuer... Zeug. Bunsenbrenner? Feuerbunsenbrenner? Oh, was war denn jetzt? Das sind Kippen. Deswegen ist die hier so. Guck mal, das sind Zigaretten. Aber wir haben kein Feuerzeug. Ah, die sind doch manipuliert. Da ist ein Streichholz vorne drin. Kennt doch jeder. Hör auf, mach das nicht. Ah. Wollen wir die nehmen? Da können wir vorher noch irgendwas anderes machen, bevor wir die offensichtliche Falle auslösen, wo wahrscheinlich Feuer angeht irgendwie da drin. Das sieht doch aus wie eine, das ist eine Brennkammer. Das ist aber schön gesagt. Na, guck da an. Also das, überall drin ist verbrannte Zeug irgendwie. Da hast du sogar, also ja, ja, Stevie. Das ist mir jetzt so nicht gleich aufgefallen. Bin ja, aber ich ehrlich. Aber wir können nicht damit machen, oder? Nee, wir können uns Ken nochmal angucken, den Verkohlten, aber lieber nicht. Ken, der Verkohlte. Das ist aber ein geiler Name, Alter. Nee, das heißt, wir müssen jetzt hier die Zigaretten aufnehmen. Also, kurz für dich, Stevie, falls jetzt gleich schnelle und ne, Entscheidungen gefällt werden müssen, also halte ich ready, ja. Ne? Weil jetzt bist du gefragt. Na, hallo, Schmuckstück. Wo warst du? Nein, hallo. Preiset den Herrn. Was für ein Idiot. Es echt, das war die beste Zigarette deines Lebens. Nein, nein. Ja, du hast kein Feuerzeug. Oh, verdammt. Genau. Tür geht zu. Geh doch nach raus, Junge. Lass doch nicht. Er hört den Sound und bleibt einfach stehen. Okay. Der Bartyp ist weg. Ja, die Bartpuppe. Er wurde am Tisch gebraucht. Wo, okay, die... Gehen wir jetzt runter, um... Oh, wir gehen jetzt in den Keller. Scheiße. Praise the Lord. Was macht er? Praise the Lord. Pass auf, jetzt geht gleich bei uns die Tür zu. Ja, Globe. Ach du Scheiße, Globe, du hattest tatsächlich recht mit dieser Vision. Nee, komm, der... Haben wir in die Karte? Können wir über die Gitter? Naja, da ist wahrscheinlich, da kommen die Flammen raus, ne? Würde ich jetzt fast sagen, ja. Weil von. Ja, Seite. Ist einfach in den Werkzeugkasten drin? Oh toll, Gott, Gas. Gas ein, Alter. Ach du Scheiße. Bitte mach dir jetzt bitte nicht die Kippe an. Nee. Du bist ein Ding. Ja, das ist ja wirklich ein Lauch dann, hey. Alter. Hey, hallo! Ich bin hier! Ja. Check mal nochmal, ob du den Werkzeugkasten. Ach du Scheiße. Wenn du dir einen Inhalator gibst, nimm ihn! Nimm ihn! Oh nein, oh nein. Oh nein. Na, was wird das? Wie? Da hinten war der. Na. Kurator! Stopp! Bitte! Stopp! Bitte! Nein! Ja. Als ob der das. Ja. Genau. Ja. Oh fuck, Alter. Was können wir jetzt machen? Na klar, also, man muss auf. Für aufbrechen. Nach unten Gitter anheben. Nach unten. Gitter anheben. Machen wir. Wenn's brennt, immer nach unten. Werden die Dinger nicht scheiße heiß?
Ja, na, noch ist keine Flamme dran. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Tür aufkriegt? Komm, Junge, zieh. Sei nicht so ein Lappen, Alter. Hopp, 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 hopp. Zieh! Mann, lass doch eine Luftpumpe. Mach das Ding auf. Los. Ja, mach eine Pause. Mach eine Pause. Mach weiter mit Gitter. Gitter anheben. Das darf deine Hand schon offen, geh Alter. Auf! Verdammt! Geh auf! Liebe Kinder, wir spuchen über Adrenalin. Wenn ihr in dieser Situation seid, bekommt ihr das Gitter auf. Trust me. Verdammt, rein ist ertrunken. Los, renn mit dir. Zack. Runter. Du musst das Gitter nicht zumachen, du Idiot. Ja. Oh. Stück eins. Also, überleben wir das? Also wir haben eine Chance, sobald die anderen noch agieren. Und die stehen im Nebenraum und kicken das an. Was ist das? Also ich bin der Meinung, wir haben überlebt. Für unsere Freunde wird's langsam brenzlig. Für Charlie war es zu brenzlig. Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Ich will meine Münzen jetzt einsetzen. Aber ich denke, Mark und Kate könnten es schaffen. Und dabei neue Dinge übereinander erfahren. Okay. Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair, wenn ich Ihnen jetzt zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Ja. Was denken Sie? Na, willst du einen Hinweis? Naja, natürlich niemand Hinweis. Vielleicht helfen uns ja die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Der gute Herman Mudgett, so scheint es, mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Hier. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Was? Hä? Ach so, na Mensch, du! Jetzt wird mir alles klar. Nicht. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Was kann ich mit den Münzen machen? Am Anfang mich so triggern mit den Münzen, von wegen sammeln Münzen, dann kannst du die bei mir einlösen. Und jetzt? Nichts! Hätten wir versucht, die Tür aufzumachen, wären wir verbrannt. Pum. Und wir haben jetzt nicht gesehen, dass er verbrannt ist. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Charlie. Still alive. Hätte ich ihn retten können. Ja, aber wie? Ja, hättest du. Ach komm. Da ist aber ein Pult, Alter. Fuck! Was? Was zum Teufel? Okay. Warte. Hörst du das? Ja. Von da unten. Was, wenn das Aaron ist? Niemals. Verdammt. Das ist noch eine Falle. Es ist hier der einzige Ausweg. Also finden wir es raus. Also, Jamie. Finden wir es raus? Ach nee. Ist ja gar nicht Jamie. Doch, oder? Doch, doch. Du bist Jamie. Ich bin Jamie. Das ist Jamie. Hallo! So, wollen wir uns noch mal kurz den Computer angucken? Wollen wir den noch mal kurz... Ach nee, können wir nicht. Also, ja. Ist das denn so klug? Wir haben keine andere Wahl. Können wir denn hier raus? Nee, können wir nicht. Das stimmt. Hier raus? Auch nicht. Schade. Gut, denn... Gehen wir doch mal gucken, was sich so hinter Europalette! Was sich hier so versteckt. Großartig. Hallo. Also irgendwann müssen wir das wirklich mal machen mit dem Europaletten-Trinkspiel. Oh Gott. Schätze also, mal eine halbe Stunde, egal welches Spiel wir spielen, halbe Stunde, alle sind bereit. Wo sind wir? Ja,
Ja, das würde ich auch gerne wissen, wo die wir hier Dinger sind. Die Dinger werden so inflationär in Spielen benutzt, das ist unglaublich. Ja, hier, schon wieder da. Ja. Gott, Stevie, das können wir keine halbe Stunde machen. Also selbst wenn wir mitmachen, dann wird es ein sehr lustiger Stream danach. Ja, du, alle stramm. Ja, aber richtig. Alle stramm. So, aber das Setting gefällt mir wirklich sehr. Wo sind wir hier? Im Klo. Na, wie viele Europaletten hast du zu Hause? Na, in jedem Raum 3. Einfach also an der Wand gelehnt so. Ne? So, was gibt's? Umkleiden. Ach, wir sind jetzt im Spa-Bereich, ne? Keep looking around. Jetzt ernsthaft? Keep looking around. Wieder die wunderbare Synchro. Ja, na, auch hier schlagen die Neo-Anglizismen ein, Benny. Ne? Oder ist dir das zu sass? Das ist aber ganz schön. There's blood on the floor. Blutige Angelegenheit. Okay. Piepen also. Gibt's denn hier noch Münzen? Münzen. Gibt keine Münzen? Keine Münzen. Oh, hier gibt's noch eine Tür. Scheiße. Oh, ein Schwimmbecken. Okay, und, krass. Kann ich hier durch? Ich möchte hier rein. Nein. Aber das Setting ist wirklich unangenehm. Muss man mal. Ach, schön. Columbus Bar. Oh, cool. Klingt richtig gut. Was zur Hölle? Der Columbus Bar ist jetzt für Gäste geöffnet. Wir behandeln jeden unserer Gäste hier wie ein echtes Kunstwerk. Drüben glänzt noch irgendwas. Er beobachtet uns. Gewesen. Guck doch mal, wie es sich hier hört. Erstmal, wo wir irgendwo ein paar Pommes essen können. Und einen Kartoffelsalat essen. Oh, bitte Pommes gut weiß. Das haben wir auch immer damals gemacht im SEZ. So, das war das Schwimmbad damals in Berlin. Im Osten. Also im Osten von Berlin. Europalette! Und, niemals schmeckten Pommes und Kartoffelsalat geiler als da. Oh, da. Das Frank. Wir haben Frank gefunden. Aber... Nee, ist nur die Puppe von Frank. Oh. Hier ist Jesse. Jesse Clark. There must be something useful around here. Yeah, something really... Yeah, Bowlader. Ist noch was? Achso, Jesse Clark. Okay, das ist ja... eine tolle Information. Naja, vor allen Dingen, man muss ja auch davon ausgehen, irgendwie alles, was du da findest, es kann alles drapiert sein, irgendwie als Falle. Ne? Da kann auch ein Sprengsatz dran sein, irgendwie. Es war wahrscheinlich nicht so perfide, wie wahrscheinlich der Mörder haben möchte, aber man muss ja davon ausgehen, irgendwie, dass es irgendwas auslöst. Ach, guck mal, wir können hier hoch. Oh Gott! Oh, schön. Ich stehe auf 18. Hier, bitte machen Sie die Tür zu. Sie sind nackt. Das möchte keiner sehen. Nein, wollen nicht zu früh sein, oder? Okay. Bitte kommen Sie raus und zeigen Sie sich in voller Ausstattung. This way? Oh, was ist denn hier? Okay. Gucken wir doch woanders hin. Tatsächlich wäre mal interessant, ob das schon reicht irgendwie für später für YouTube irgendwie, um das zu claimen. Das glaube ich, also ich... Ja, weiß ich nicht. Da hatte ich ja schon bei Martha, hatte ich ja schon so arge Bedenken irgendwie. So, was ich jetzt nochmal wissen will, ist, kann ich hier nochmal durchhüpfen? Schön. Nee, schade. Ich hätte gerne gewusst, ob ich da nochmal rein kann. Aber kann ich nicht. Kann ich mich dann eigentlich hier hochziehen? Das wäre auch cool. Nein. Warum hält die denn ihren Arm so komisch? Ja, das weiß ich nicht. Wegen der Taschenlampe? Also. Sie haben Zeit, sonst würde ich brauchen mehr. No point just standing around. Yeah, standing around. Okay, also hier geht's auch nett weiter. Ja, hier würde es weitergehen, da komme ich eh nicht hoch, okay. Hinter der Palettenwand. Schau mal, hinter dich. Hinter dich. Ja. Hinter der Palettenwand ist da irgendwas? Oder hinter diesem Verschlag da, die Treppe oder was das sein soll? Nee, ist nicht. Nee. Wie ist er denn da drüben, als er nicht kommt? Das frage ich mich auch gerade. Wie hat er denn das. Ah. Vorantasten. Taste dich voran. Ja, wir tasten uns ganz sachte. Und langsam voran. Tatsächlich fand ich auch sein Feature bis jetzt, also Marks Feature mit dem Fotografieren immer noch ein bisschen irgendwie. Also ich glaube, dass wir Spiel, aber
Ja. Wird jetzt hier nur noch Englisch gequatscht? Das sieht so aus. Aber ich glaube, dass wir auch das nicht richtig genutzt haben. Also wahrscheinlich einfach, weil wir es nicht richtig kapiert haben. Also ich, um es mal ganz klar zu sagen. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob wir dadurch schon sehr viele Sachen einfach verpasst haben. Naja, so oft haben wir jetzt ja Marke noch nicht gespielt, ne, irgendwie. Den alten Zuckerberg. An alle Gäste mit K-Behandlung, bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Ja. Okay, cool. Also soll ich jetzt hier reingehen oder unten reingehen, ist jetzt die Frage. Weil hier, guck mal, hier geht's zur Lobby. Dann schau dich doch erstmal hier in dem Raum um, würde ich generell mal so sagen. Hier geht's nämlich auch noch, also hier kann ich weiter raus, okay. Also als ob das, ich komme nicht wieder zurück. Hat Kate auch ein Feature? Ja, das ist eine gute Frage, Junge. Irgendwie, tatsächlich, haben wir Kate überhaupt schon gespielt? Ja. Also, außer draußen? Seht ihr das? Kate hat doch, Das Foyer-Schild? Oh, ich will nochmal ganz kurz zurück. Kate hat doch diesen, geilen, spitzen Stein. Was hat die einen spitzen Stein? Was kann der einen spitzen Stein? Ja, ich glaube doch, dass die das doch mitgenommen hat als Verteidigung irgendwie. Wo sie in ihrem Zimmerchen war, da hat sie doch so einen spitzen Stein gehabt. Irgendwie so ein. Ja, na, dieses Smaragd. Kristall. Keine Ahnung, Kristall. Genau. Ja, aber das kann doch was. Echt jetzt? Mein Feature ist, ich kann mit diesem Stück zukloppen. Okay. Zum Beispiel. Also hier haben wir nämlich noch. Dürftig, Benny, das ist dürftig. Also, wäre jetzt eine Vermutung. Die aber ja, du kannst durchaus recht haben. Gerade noch ein Dokument, hier gehen wir jetzt mal, hier gucken wir noch mal kurz, ob uns irgendwas auffällt an der Tür. Creepy, very creepy. Nix. Nix fällt uns auf, okay. Dann gehen wir uns hier dieses wunderschöne... Something useful around here. Ja, haben wir. Ein schönes Dokument, was wir jetzt uns durchlesen. To all staff. An unser gesamtes Personal von Dr. Pulley. Pulley? Hashtag 8. Datum 19. April 1934. Betreff Deckeneinsturz im Heizungskeller. Ach so. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasserzufuhr kam. Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer... Was? Und ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Mit freundlichen Grüßen, H. Polley, Dr. Harold Polley. Und was steht hier noch? Strukturelle Reparaturen, 350.000... Reparaturen des Heizkessels 150.000, Einrichtung 80.000, das können wir nicht bezahlen. Okay. Oh oh. Somebody watching. Mal eine ganz triviale Frage, was heißt ein Spa? Also ich weiß, was ein Spa ist, aber was heißt Spa? Oh, gute Frage. Ist so ein Wellness-Entspannungscenter, aber was jetzt genau, also ich weiß nicht, wenn Spa jetzt eine Abkürzung für irgendwas sein soll? I don't know. No point just standing around. Frage geht doch gerne an den Chat. Man kann Google fragen. Ich weiß, ich habe vorhin nicht drauf geachtet, aber standen dann... Ja, die standen schon vorher. Okay, sehr gut, danke. Das kam mir jetzt gerade sehr creepy vor, deswegen. Ich würde es auch gerne haben, dass sie hier ein bisschen schneller vorwärts geht. Naja, ich glaube, das sind auch so Sachen, wo du das Spiel einfach strecken kannst, zeitlich. Ja, aber ist doch, also... Ja. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Weil da wartet ja noch hier die ganzen Leutchens. Können wir jetzt eigentlich hier... Nee, hier können wir nicht mehr runter. Hallo, Lady. So, jetzt gucken wir erstmal hier, öffnen. Wir gehen erstmal in die Lobby. We're looking around. Ich versuche, sie zu öffnen. Ihr sucht weiter nach einem anderen Weg raus. Na schön. Na ja, schau. The man with the hat. Where he is go, my love. So. Gut. Dann. Wie hießen die nochmal? Ja, gute Frage, das weiß ich nicht mehr. Boys in the... Nee, ja, aber keine Ahnung. Where do you go? Hilf mir mal. My love. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. I wanna know.
I wanna know. 3, 2, 1. Caught in the act oder so? Nein, ich glaube nicht. Aber Alter! Kate! Warum denn sowas? Nein, mach doch nicht! Wir kommen zurück, bleib da! Beeilt euch! Oh shit. Ja. Oh, das tat weh. Ach, finde einen Weg zurück zu Kate. Oh, im Saunabereich gelandet. Wunderbar. Das steht nicht im Skript. Ich. Was? Was? Was war? Das steht nicht im Skript. Wie im. Was für ein Skript? Warte mal. Ja, jetzt müssen wir aber kurz mal differenzieren irgendwie. Das war ja eine Aufnahme irgendwie. Also, da kann jetzt aus dem Kontext gerissen sein. Oder hat sie das jetzt wirklich gesagt, Rom? Ist Kate mit involviert? Ich bitte nicht. Dass das jetzt hier wie so eine Art gemachter Horrorfilm ist oder was? Der Kurator sagte ja selber irgendwie, wie findet ihr die Animatronics irgendwie? Na, wir kommen ja auch nicht von irgendwo her. Also, da fiel mir sofort Jamie irgendwie ein. Okay. Was hat die? Vielleicht wollen die auch einfach nur Charlie loswerden. Dumet? Warte mal, was hat denn jetzt, was ist denn? Schöne Visitenkarte. Wow, okay. Grantham Dumet, Bauherr. Ja, ist okay. Visitenkarte gefunden. Aber was macht die hier unten? 2 von 5. Ach, du Schande. Hallo, guck mal. Ich geb dir eine helfende Hand. Okay, also hier können wir auf jeden Fall rüberjumpen. Ist das Aaron? Also, Aufnahmen von Aaron? Hallo? Oh Gott. Die hat hier. Okay. Ach, und über diese Schaufensterpuppen. Ich liebe sie. Ey, was quietscht denn hier? Hört doch mal auf mit diesem. It's a crow. Warum ist dieser Rabe da? Sprach der Rabe nimmermehr. LOL! Du! Matt. Es ist du, Matt. Okay, haben wir hier, können wir hier reingucken? Nee, können wir nicht. Können wir zu... Oh Gott. What? Will ich jetzt da wirklich rein? Oh. Hallo? Ach du... Oh. Ja, klar. Also ist geil gemacht, muss man wirklich sagen. Also ich finde das äußerst unbehaglich gerade. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Münze! Oh. Das ist schon wieder eine bessere. Ja. Moment, kriegen wir jetzt 3? Oh, 10! Na nice! Nicht, dass wir damit irgendwas machen können, aber nice! So, wer bist du? Aha. Frank! In so mancher Detektivgeschichte stirbt der Täter zuerst, um dann alles beobachten zu können. Ja. Richtig. Also, steckt wohl Aaron hinter allen. Ich wollte gerade sagen, ist der jetzt Aaron oder was? Aaron ist die Mörderin. Die kleine Schüchterne. Obwohl, meistens, ne? Ist ja, man sollte das Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Lach. Okay. Also, wir sind jetzt hier, okay, das war gar nicht unheimlich. Aber guck dir doch mal die Grafik an, Mann. Meine Fresse, Alter. Was so geht heutzutage, wa? Ich dachte gerade, was ist denn jetzt hier los? Okay, hier kann ich nicht hin. The Father! Namen Penny, Namen Steve und Chat. Grüß dich, was dein Name ist, Vater? Okay, komm. So. Denn, und weiterhin werden wir beobachtet von irgend... Überall. So creepy, ey. Kick mal, aber ist krass. Schön mit einer Hand hoch, Alter. Nice. Bleib dran. Natürlich. Natürlich, da liegt doch gar keiner dran, da vorne. Wo soll sie denn dranbleiben? Schön hier zu sein. Hm. Kann ich jetzt eigentlich auch hier wieder runter hüpfen? Geht das? Würde... Nee, geht nicht. Nee. Ach, scheiße. Da hatten wir alles unten angesehen? Nee, ne? Doch.
Ach, Monika? Oh, fuck, Alter. Oh. Das ist ja mal mies. Ja. Das muss doch jetzt nicht sein, oder, Freunde? So. Kann ich mir das Gitter genauer angucken? Will ich? Nee, will ich eigentlich gar nicht. Okay, das ist abgeschlossen. Hier ist nichts weiter zu finden. Alter, das hat mich gerade vollkommen... erschrocken? Ja. Mich auch, Ben. Mich auch. So, finden wir sie jetzt denn hier wieder? Weil sie wurde ja hier reingezogen. Ach du Schande. Alter, das ist schon unheimlich, gell? Das ist vor allem, schon unheimlich. Kann der Stream überhaupt was sehen? Also ich muss mal ganz ehrlich fragen... Also ich habe meinen Monitor jetzt mit Absicht, weil ne, für mich ist es immer ein bisschen dunkler, auch heller gemacht für mich. Genau. Und ich sehe kaum was, auch mit meiner helleren Einstellung. Also wie ist denn das bitte für euch im Stream? Könnt ihr überhaupt noch was erkennen? Oder ist bei euch auch komplett einfach nur finster? Ist ja... Also ist düster, ist gar kein Ausdruck. Also ich muss zumindest jetzt auch ein bisschen hochstellen von der Gamma. Es muss einen Ausweg geben. Vom Gamma-Wert her? Aber es ist... das Szenario ist halt einfach duster. Irgendwie. Und das ist auch ganz gut so irgendwie. Es muss ja nicht immer alles irgendwie ausgeleuchtet sein. Genau. Faller. Im Licht der Taschenlampe geht's. Richtig. Okay. Münzen! Cash! Ah, die bringt... Ich glaube, das sind immer die Punkte, die da oben sind. Money. Ich glaube, der bringt jetzt nämlich nur ein. Flump! Genau. Okay. Und wie kommen wir jetzt denn hier wieder raus? Also, gibt's hier überhaupt noch einen Ausweg oder sind wir jetzt einfach gefangen? Ich würde sagen, du schnappst ja erstmal den Besen in der Ecke und machst ja erstmal sauber. Kann ja nicht so, kann nicht so bleiben. Keep looking around. Keep looking around. Okay. You're just looking. Oh, hier. Oder? Nee, hier also, vorhin weiter. Hat sie sich ja mal, wahrscheinlich wurde sie hochgezogen von Mark, aber, Warte. Hat auch den Arm erreicht. Nee. Hä? Wie? Jetzt stell mich doch nicht, also stell dich doch hier nicht in den Weg. Kann ich hier hoch? Oh lol, okay. Okay, hier kann ich wieder zurück, oder was? Oder bin ich jetzt auf der anderen Seite? Hä, wo bin ich? See on the other side. Ja, aber das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Kannst du die Stange hinter dir nehmen oder irgendwas? Kannst du oder springen? Kannst du oder springen? Oh, springen ist eine gute Idee. Warte mal, ich guck mal. Ja, ist ja okay. Man muss wirklich sagen, dass die Originalstimmen wirklich cool sind irgendwie. Also die klingen richtig gut. Okay, springen war auf jeden Fall das Richtige. Balancieren? Hat sich Steve rasiert? Ja. Ja, ja. Es ist ungewohnt, es tut mir leid. Ich hab's versucht zu kompensieren, indem ich mich nicht rasiere. Aber ist mir nicht so gut gelungen. Herunterspringen. Ist das jetzt hier ein anderer Bereich, oder? Ja, ich glaube nicht, oder? Doch. Ja? So ein Wäschekorb, da waren wir vorhin nicht. Da sind wir nicht hingekommen. Wäschekorb. Hallo, guck mal hier, da haben wir auch noch zwei Gäste. Ja. There must be a way out. Ja, irgendwo muss ein Weg raus sein. Hast du recht. Ja, ja, hier geht's wahrscheinlich auch palettentechnisch, muss ich hier wahrscheinlich wieder hochspringen. Also kann ich mir gut vorstellen. Du siehst anders aus, ja. Das ist tatsächlich so irgendwie. Leicht. Ein bisschen. Das ist, wie unterschiedlich sowas sein kann, was das so ausmacht, so ein Bart. Jetzt sieht man, dass der Nacktmull mein Kraft hier ist. Hab ich auch schon gefragt, was anders ist heute. Ja. Ist komisch, Mama, kannst ja nicht so richtig fassen, ne? Irgendwie, aber doch, irgendwie. Ja, heute trägt die Haare nicht offen. Das ist anders. Mark, hilf mir hier bitte gerade mal. Beim letzten Mal helfen war nicht gut. Also muss fucking schwer sein, Alter. Gerade so geschafft. Ah. Ja. Hochelpokert. Also, ja. Kann man machen. Du siehst jetzt wieder aus wie 30. Komm mir auf. Auf. Das kann ich nicht glauben.
Ich sag jetzt mal mit Absicht nichts. Lass mich durch! Okay. Aber danke trotzdem, Vater. Nehmt einfach als Kompliment hin. Nehmt das einfach so an. Auch wenn das nicht so gemeint ist. Ja, doch. Oh, warte mal. Da ist Frank. Oh, und hier gibt's so Schleifspuren. Siehst du das? Ja. Den Boden, das ist, weiß ich nicht, ob wir das möchten. Ne, ich hoffe jetzt nicht, also du kannst ja nicht da lang zerren, ne? Du kannst ja bloß da selber lang laufen, oder? Ja, ja, wir können jetzt nur selber lang laufen, genau. Aber wenn es da so Schleifspuren gab, weiß ich nicht, was uns da hinten so erwartet. Wo sind wir denn jetzt? Also, im Spa noch, glaube ich, oder? Ja, du bist noch im Spa-Bereich, aber... Und warum kommt Mark nicht mit? Mark möchte nicht. Mark, wo bleibt denn der? So, will aber Odi kommen, wenn du nie am anstehst, so. Mark. Sei still. Nein. Monika. Nein, nicht. Bitte, sei still. Bitte. Alter. Also, ich werde definitiv nicht diesen roten Knopf drücken. Ist das eine Art Botschaft? Er will uns Angst machen. Du siehst das Sägeblatt da in der Mitte? Ja. Und die Ketten, die wahrscheinlich reingezogen werden? Ja, siehst du auch den Timer von angeblichen 9 Sekunden? Ja. Und wo ist Mark, der mit uns redet, aber ja, jetzt kommt er da hinten angeschissen. Ach du Schande, Alter, ey. Okay, können wir jetzt einfach rausgehen? Aber die armen Baumwindchen. Also, ist ja mein Charakter, oder? Kannst machen, was du willst. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil wenn es jetzt deiner wäre, müsste ich dir ja die Option lassen, dass du hier drauf drücken kannst. Wobei, es ist ja nur untersuchen. Naja, was meinst du, was passieren wird? Also letztendlich, da stehen Puppen. Was soll da jetzt passieren? Irgendwie. Ich mach mal hier. Kaputt. Hey. Aber das, wofür der steht, ist ja einfach die krasse Aussage. Ne? Verschlossen. Kann ich hier noch anders? Wahrscheinlich werden die einen Schlüssel jetzt droppen. Ja, aber ich will das nicht. Mann, jetzt sind Puppen, Benni. Was ist mir denn da jetzt passieren? Nein. Komisch finde ich, die stehen auf irgendeine, warte mal, also er steht auf jeden Fall auf irgendeiner Vorrichtung. Stimmt, er steht auf einer, genau, er, sie nicht. Ah, okay, komm, wir drücken den Knopf. Push the button, Benny! Ach Gott. Oh, noch so ein Ding, Alter. Mist. Was wäre jetzt passiert, wenn sie sich ja nicht bewegt hätten irgendwie? Ach du Scheiße, eine Sekunde vorher, dann wäre das Ding kaputt gegangen oder was? Und ach nee, er wäre runtergestürzt oder was? Und sie wäre mitgezogen worden oder was? Oh Gott. Wer ist denn? Reinhard. Rian Hart ist das. Ja, das sind wirklich die Bauknüchis. Leitender Abbrucharbeiter. Acht Reinhard. Der Dings hatte vorhin eine 10 zu stehen, der hat jetzt eine 8 zu stehen. Hätten wir uns die... Schreib die mal auf. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie der andere noch hieß. Frank? Ich hieß ja Frank? Der andere war Frank the Tank. Okay, das ist jetzt der Schlüssel für Spa Master. Spa Master. Master! Master! Metall-Icke. So, dann gucken wir mal. Gibt's vielleicht noch Münzen? Ich stehe auf Münzen. Merkt man vielleicht so ein bisschen. Das heißt heiß auf Hartgeld. Münzen! War da andere Jesse Clark? Ja, einer war Jesse. Richtig. Ja, aber da weiß ich nicht mehr die Nummern. Ich weiß nur bei dem einen und da fällt mir der Name nicht mehr ein. Was für eine Zahlen die da hatten. Frank. Warum kann ich mich nicht umdrehen? Ich kann nur geradeaus laufen. Ich würde mich gerne jetzt... Turn around. Oh. Ne, vor allen Dingen, ich drehe mich um und als erstes siehst du diese Figur da, ey. Ja, das ist schlimm. So. Okay, hier ist nichts weiter. Keine Münzen, kein Hinweis, kein... Hallo, Mister? Ja, da war ein komisches... Ja, okay. Egal. Das Auge sah komisch aus, ne? Jetzt aber,
Benny, hast du jetzt eine These irgendwie, wenn er jetzt sagt so, die Animatronics? Nee. Die kommen ja auch nicht irgendwo her. Was ist denn dein Gedankengang dabei? Ja, also sagen wir mal so, da steckt ja auch eine gewisse Mechanik dahinter, ne? Und wir wissen ja hier, technisch ist ja eigentlich sie hier diejenige, die wir gerade spielen. Jessie. Genau, die Technik-Freak-mäßige. Also sie ist auf jeden Fall die technisch Versierte, ja, ist richtig. Also denkst du auch, dass sie was damit zu tun hat? Wie Jessie? Ja. Also das würde am nächsten kommen. Wie Jessie? Na, ich hab gedacht, du meinst die andere hier, die Freundin von hier, Ihmchen hier. Hier, die Ex-Freundin von ihm. Ich dachte, nee, die meinst du die ganze nein, Zeit. Nein, nicht Kate. Kate ist ja die Moderatorin. Ja. Und ich hab ja. Ja, aber ich hab gedacht, du meinst die, dass die was damit zu tun hat. Naja, man könnte meinen, ne, nachdem jetzt dieser Einspieler kam irgendwie, aber der kann auch aus dem Kontext gerissen sein. Der kann irgendwo irgendwie haben, weil so war das nicht geplant. Plan. Das kann sein, ja. Aber sie ist halt ja, wie gesagt, hier die technische, die mit dem, also wir haben ja diesen Raben gefunden und die ganzen Figuren und. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, dass das so abwegig für dich ist, irgendwie. Ja, nee, eigentlich kommt sie hier eigentlich am ehesten in Frage. Wobei, man muss aber auch sagen, dass die Erin, die Schüchterne, wir wissen wenig von ihr. Ne? Also wir wissen nicht, ist sie gut jetzt in, weiß ich nicht, irgendwelchen Sachen verkabeln und keine Ahnung was und pipapo. Von der wissen wir halt nicht so viel. Wie ich kann dir sagen, was sie nicht mehr ernst ist. Im Atmen. Ja, sie hat tot. Halt Asthma, Mensch. Ja, nee, kurzer Anfall von tot. Hier. Weg mit dem Schreibtisch. Sauber. Ab los, komm. Mark? Jamie? Hier. Mark? Kate. Wir sind okay. So, okay. Wir sind wieder bei Kate. Wir sind okay. Oh, Gott sei Dank. Aha. Wir haben einen Schlüssel. Nichts wie raus hier. Na? Okay. Was läuft denn? Die alte Strumpfhose uns da ständig hinterher irgendwie. So. Ohne irgendwas zu tun. Er will einfach da sein. Will uns nah sein. Hier lang. 182 wurde jetzt gezeigt. Hatten wir vorhin nicht auch die 182 schon? Weiß ich nicht mehr. Eine Woche schon her. Weil, jetzt kommt der Clou. Beim letzten Mal. Was ist passiert? So, mir wurde gerade ein Kaffee gebracht und ich habe mich gerade total erschrocken. Ich habe genug von diesem Scheiß. Was zur Hölle geht hier vor? Okay. Die Matt hat Charlie ein unwiderstehliches H.H. Holmes-Erlebnis angeboten. Nur ist es für die Matt leider echt. Bewegliche Wände, Fallen, Tricks. Alles genau wie bei Holmes. Wieso? Wieso tut er das? Wieso hat Holmes all das getan? Wieso machen all die Killer, über die wir berichten, diesen Scheiß? Kinderstube. Trauma. Sie sind verrückt. Nein, sie... Du weißt, was ich meine. Finden wir einfach Erin. Ja, ist okay. Nee, und zwar 182, war das nicht die Nummer von Erin gewesen? Und das, meine Theorie wäre doch gewesen, dass die Nummer sich immer ändert von demjenigen, der gerade gestorben ist, also die Zimmernummer. Und ja, ich weiß, dass die Zimmernummer von dem anderen Typen die 180 war, glaube ich. Von Charlie. Heißt, wer ist jetzt gestorben? I don't know. Naja, okay. Wir müssen gleich mal gucken gehen, weil wir haben doch unten. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal da runter. Warte mal, das haben wir doch schon gelesen. Mr. Roy, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte, Ihr Verleger. Nee, das haben wir nicht, oder? Doch. Haben wir schon? Das haben wir letztes Mal gelesen schon. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen, ja. Sodass ich die Einladung auf 4 Freunde und Familienmitglieder ihrer. Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, doch, die Familienmitglieder. Ich wollte gerade sagen. Nee, weil wir haben doch, warte mal, das will ich jetzt mal ganz kurz wissen. Ich gehe noch mal ganz kurz nach unten zur Rezeption. Weil da liegt ja auch noch mal das Dokument aus, wer in welchem Zimmer wo ist. Hat die Lampe gerade geblinkt? Irgendwas hat da gerade geblinkt, als du runterlaufen müsst. Ja, guck ich mir gleich an, warte. So. Genau, Brad. Scott Thorne, Lee Harris, nee, das ist nicht. Das auch nicht. Machen wir weiter. Oder? Hä? Wurde die Leiche von der Schüchternen gefunden? Nee. Bis jetzt noch nicht. Aber hier stehen auch die Zimmernummern nicht dran. Schade, ich dachte, hier wären die Zimmernummern noch mit dabei.
Okay. Dann nicht. Achso, das ist die 182, die da. Genau, wir können uns jetzt nämlich nur angucken und uns sagen, okay, 182. Jetzt bin ich mir aber unsicher, ob wir da 181 vorher stehen hatten und jetzt 182. Ganz am Anfang hatten wir 179, glaube ich, zu stehen. Ja, letztendlich kann es halt auch einfach die Leute, also die Anzahl der Leute sein, die getötet worden sind. Ja? Weil... Ach so. Man kann auch tatsächlich den Typen im gelben Cape dazu zählen, obwohl ich nicht wirklich der Meinung bin. Also, das war zu komisch. Du hast nichts gesehen von ihm irgendwie. Und das ist immer so ein, finde ich, ein bisschen komischer Indikator. Ja, was ich gut fand, war die Idee, dass du gesagt hattest, von wegen, er könnte ja jetzt auch so eine Puppe einfach nur sein. So ein Animatronic sein, ja. Genau. So, jetzt ist die Frage, wollen wir einfach der Musik hinterher? Ich glaube, das ist das, was das spielen will. Geh mir aus dem Weg, Mark! Warum machst du so? Seht ihr ihn? Mach doch mal deine Taschenlampe wieder an. Wo ist er hin? Und die Tür war doch gerade noch offen? Okay, siehst du. Ansehen. There's blood on the grip. Leute, hier drüben. Fass mich an. Ach Gott, nee. Ach. Heilige Scheiße. Ist das? Wir wissen nicht, was es ist. Ich check die Tür. Ihr seht euch um. Aha, und wen finde Aaron? Was für ein EKG läuft denn da? Von wem? Oh Gott, wer ist denn da am Schrank? Was zum Teufel ist das? Wir gucken erstmal hier kurz irgendwie, ob wir irgendwas anderes noch finden. Zum Glück nicht. Also da stand gerade, finde Aaron. Ist jetzt... Dieser Geruch. Also lebt Aaron noch? Ja, kannst du dir den Schrank angucken? Nee, ich kann mir nur das hier angucken. Weil irgendwie, das Ding muss ja irgendwo sein, irgendwie. Und das sieht so aus, als wenn es an den Schrank angeschlossen ist. Was? Naja, also, naja, als wenn die Kabel... Nee, doch nicht, irgendwie. Also, als wenn jemand in diesem Spind drin ist und die Kabel in diesen Spind führen, irgendwie. Nicht, dass der Spind einen Puls hat. So, wir machen erstmal hier die Taschenlampe an. Glaub, der Spind. Hier und hier können wir durchgucken und hier... Okay, komm, wir schauen. Oh. Na los, komm. Pflaster abreißen. Okay, hier. Könnte Aaron sein? Ich hab sie! Scheiße. Die Kabel sind durchgeschnitten. Siehst du, das ist da am Boden? Ja. Das ist nicht Aaron. Das ist bestimmt die Puppe. Okay, ist vielleicht nicht die Puppe. Alter! Oh, krass! Krass! Ach du Scheiße! Und es ist Aaron. Ach du Scheiße! Igitt, ja! Jamie, warte. Also... Ich hatte so minimal noch Hoffnung, dass Aaron lebt. Also wirklich so... Naja, aber die hat ein Messer hier. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also, sie hat ja noch gelebt, was aber... Was zum Teufel hat er ihr angetan? Es tut mir so leid. Fass mich ja nicht an. Tu jetzt nicht so, als würde es dich interessieren. Hey, konzentrieren wir uns darauf, hier wegzukommen. Dann könnt ihr streiten. Jemanden planen? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren? Nein, wir sollen unser Hirn benutzen.
Wir können ewig mutmaßen, aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin, ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Alter. Wartet. Er könnte uns gerade zuhören. Ach was? Wo sollen wir hin? Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette, vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht, reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Wir könnten ein Notsignal senden. Über den See patrouillieren Polizeiboote, oder? So weit draußen? Leuchttürme sollen kilometerweit zu sehen sein. Nimmst du das hier auf? Hat so recht. Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie er uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Oh. Hört mal. Oh, Scheiße. Die Wände bewegen sich wieder. Ja, aber bleib doch bitte zusammen. Kate, wir müssen zusammenbleiben. Und renn doch nicht einfach wahllos Kate, irgendwo hin. Warte! Ja, pass mal hier auf. Jetzt ist... Mark! Alter, was sind da... Jamie! Oh. Hey, nein! Ich dachte, die haben Filme gemacht über solche Sachen. Die sollten noch über die Thematik Bescheid wissen. Hier sind einfach bloß doofe Schafe.